Aber das heißt sie nicht viel, sagen das nächste, kann dann auch schon sich das Blatt wieder wenden, sage ich mal. Roshan müsste sie im Auge behalten, das ist klar. Ja, beide Teams müssen das aber. Ein verlorener Fight, Sealkit an der Seite, schöne Fischer, bauen die Rune gratis für Resolutioner. Und der Die haben Black versteckt Hole. sich hier, aber ja, kann sowieso. Okay, er geht einfach Invis, Black Hole is the way to go. Kann man auch so früh für einen Kill einsetzen. Ira hätte kein Mana gehabt für seine Races, sonst hätte das auch gereicht. Und Yoki muss unten aufpassen. Fischer kommt zwar direkt, aber Limp mit seinem Sprint ist halt wahnsinnig schnell. Schöner Stun noch auf Boden, aber. Ja, gegen die Minus Armor, keine Chance. Ja, Roshan ist ein Punkt, den beide Seiten hier. Vielleicht kriegst du es ja nochmal hin oben. Währenddessen stirbt der Witch Doctor komplett oben alleine gelassen. Und keine Chance für ihn, aber auch Dazzle Limit hier nicht gut. Race von Ira. Einfach nächstes Black Hole ist bereit. Ab wann würdest du einschätzen, dass die beiden Teams anfangen mit dem Roshan? Demnächst irgendwann, wenn es die Aktion gibt, oder wirklich erst nach einem gewonnenen Teamfight? Gewonnener Teamfight, ganz klar. Sladder-Dagger, jetzt ist interessant. Ja, Sladar nutzt es auch schon. Die Fischer ist auf dem Weg. Und Always on a Fly. Frühes Grave aber an der Seite. Silent durchs Midnight Pulse. Wird ein bisschen vom Team abgeschnitten. Black Oh, Hole Black Hole. direkt gesetzt. Und noch auf Yoki an der Seite. Always on a Fly geht down. Ira mit dem Chase. Schöner Stun von Limp hinten dran. Und das ist der Double Kill für den Sladar. Ja, Dagger von Sladar, würde ich sagen. Direkt erstmal perfekt eingesetzt hier. Verlieren Hanskner. Zwar noch im Wald. Der dürfte an Silent gestorben sein. Der ist immer noch on the run mit dem Crimson Guard. Aber ja, Black Hole, Jonas Somfen, der zögert da nicht auch. Den Tower zu töten. Will ihnen auch, glaube ich, gelingen. Ah, da kommen die TPs rein. Jetzt ist Ja, interessant. TP ist on the way, aber Ira empfängt da schon, aber es ist der falsche, es ist Alola Dance, der den Solo-Ultimate abbekommt. Jetzt, nein, es ist alles on the fly. Alola Dance, schöne Deathwatch von Hansken, aber direkt mit dem Venge dann gecountert. Da kommt der Swap von der Venge, aber Resolutioner steht vorne dran. Hat zum Glück sein Aegis auf die Immortal Seal Kit, wird in die Enge getrieben von Alola Dance und auch der SF geht hier down. Yoki und Ira, Double Kill, Killing Spree für Limp. Sehr chaotischer Fight hier gerade, kriegen sie hier gerade ihn noch down und der Venge-Stun. Ja, die Animation dauert zu lang, dass ich sowas mal über einen Venge-Stun sage, aber ja, soweit der Fight, besser ausgegangen für Ninjas in Pyjamas. Vier Heroes gestorben, Aegis of the Immortal sorgt dafür, dass er ein 3 zu 2 Trade ist, aber ja, das Aegis ist weg. Aber. Okay. Und so auch Error. Also. Ja, ich habe nur jetzt und so auch Error verstanden, dass davor war, weiß nicht, schlechter Radioempfang, glaube ich. Wenn du es vielleicht Ich nochmal meine. wiederholen könntest. Die meisten spielen ja Okay, den. warte, in der Mitte Ira, apropos der. Ciao, Bella. Ja, okay, die meisten sich der Bäume. Yuki mit der Fischer findet aber kein Opfer und der Tower wird oben wahrscheinlich fallen. Ohne Rubik wollen sie den Fight bisher nicht nehmen. Und da kommt noch der Go auf Silent. Ira ist da, aber ja. Das ist halt ein Crystalback, der auch mit Minus Armor tankt relativ viel. Jetzt ist Rubik am Leben. Kommen sie da eventuell hinterher? Die erste Trap wird geschmissen. Hansen und Limp. Limp geht rein. Schöner SF-Ulti. Sie fighten das Ganze wirklich. Death Ward gestellt. Und Nip, wunderbarer Turnaround. Auch wenn er hier nicht wirklich fruchtet. Rubik, keine Chance gehabt, sich irgendwas zu stehlen. Jonas Somfen jetzt mit dem Chase. Black Hole ist wieder bereit, könnte es hier wirklich ziehen. Vor allem für Silent Era an der Seite geht jetzt down. Resolution hat sich da auch rangeschlichen. Schöne Fischer von Yoki, der Swap von Zielkit, aber Silent, der tankt es einfach wie ein Mann. Und jetzt geht Yoki mit dem Dagger rein. Jetzt bricht der Angriff von Nip auseinander. Da geht jetzt auch noch der Sladar flöten. Die Trap wird geschmissen, lassen Enigma bei Enigma sein. Wollen hier stattdessen Hansken haben. Yoki, wunderbarer Fischer-Block auf sein eigenes Team, sollte aber trotzdem reichen. Silent, der hat noch nicht genug gegreedet, der will hier wohl noch mal mitmachen und kommt sogar vorbei. 4 Heroes down und das war jetzt so ein bisschen die Situation, die dann wird wohl das BKB kommen und dann hat er auch Chancen, Black Holes rauszubekommen. Unten die Rotation unterwegs, findet hier aber keinen. Hinten dran eine Lord Dance. Steht richtig unglücklich, aber er kriegt das Ganze auch hin und er hat seinen Dagger noch nicht. Das Dagger ist gerade erst auf dem Weg und eine Lord Dance, jetzt ist es da. Probiert's einfach mit dem TP und dem Sprint, klappt aber nicht und auch der Dazzle müssen hier sterben. Mittlerweile, Yasha ist für den. Eine Chance haben, den Brief killen zu können. Oben jetzt Aber auf der gerade anderen nächster Seite. Go auf All is on the Fly, geht down, ja, aber auf der anderen Seite.
Auf der anderen Seite ist es natürlich, dass er nicht einmal dazu kommt, irgendein Damage zu machen, weil er einfach umfällt, wie ein Weihnachtsbaum. Und zu Ja. Enigma mit den Boots of Travel, Ja. es Auch hilft auch Hansken nichts. unten wird angegangen. Act-Era mit dem Ulti, aber ja, da war die Refaction da und Resolution. Der schnappt sich einfach Hansken und läuft weg. Dreiste Sau hier gerade. Also, ja, ich weiß nicht, da müssen sie aber drauf achten. Wenn Refraction da ist, dann ist die Ulti-Kombination mit Jules natürlich. Ja, da könnte er sie auch genauso gut. Check ist hier auch weniger am Farmen. Er kriegt seine Kills, er kriegt ein bisschen Last Hits. Seal Kit wird gefunden und der Loa Dance. Du hast es angesprochen, der Sladar-Ulti. Ich finde den Sladar-Ultimate sogar richtig Hammer. Neben dem Black Hole einer der besten Spells hier für Rubick in diesem Minus-Armor-Line-Up. Zumindest meiner Meinung nach. Weave plus Sladar-Ulti. Wow. Wow, das ist tot und da hat man und dann hat man sogar einen Rubick, der einfach sich noch was anderes holen kann. Also, ich finde den Sladar-Ulti auf Rubick richtig hammerhart und Loa Dance will den hier auch anscheinend behalten. Hat sich nichts Neues von der Wench geholt und Resolution unten. Jonasson-Fan wird das sein nächstes Opfer werden. Haben hier die Double Dagger Action und er steht relativ weit vorne dran. Resolutioner, ja, da ist der Go auf Jonasson-Fan. Black Hole ist gezündet mit ganz wenig HP und jetzt der Hero mit dem Ultimate, aber es reicht nicht ganz aus. Die Fischer ist da. Resolutioner, BKB, aber schön geturnt. Black Hole, juche, da macht sich dann doch bezahlt, wenn der Loa Dance und Resolution so nah an ihm dran stehen. Es hängt hier wirklich von der Execution ab. Ja. Also ich würde NIP gar nicht abschreiben momentan. Wenn sie es richtig hinkriegen, weil der Shadow Fiend tankt jetzt auch schon ein bisschen was weg mit Skadi, wenn sie einen guten Initiate bekommen, dann sehe ich hier auf jeden Fall eine gute Chance, hier die Rex zu halten, beziehungsweise sogar den T3 zu halten. Aber ein kleiner Fehler und die ganze Base ist futsch bei dem Damage. Ja, und Silent steht ja schon in der Base. Jonasson-Fan, ein Mann Black Hole und eine Loa Dance hat sich das Black Hole, aber er geht rein und wird gesilent. Oh mein Gott. Er wird gedisabled, ist drinnen und kriegt das Black Hole nicht raus. Sehr, sehr bitter. Resolution droppt auch instant. Silent tief in der Base drin, probiert jetzt zumindest noch irgendwen mitzunehmen, aber ja, es kommt genauso wie du sagtest. Da war der Fehler nicht. Jonas Sompfen eigentlich nur mit einem Einmann Black Hole und auch Yoki draußen wird von Era einfach nur vermöbelt. Teamwipe von NiP gegen Empire. Stark gespielt und das gibt Kohle. Das sind jetzt gerade 6.000, ach, das sind solche Zahlen, 6.100 Gold, die NiP hier einen Vorteil bekommt. Fast 10 1000 XP, 10, ja, Smoke, Silent ist oben gegen die Illusions, aber der Smoke ist am Laufen. Sie wissen natürlich genau, der nächste Roshan kommt bald. All is on a fly, some die worden. Wird aber direkt angegangen von Limp-Era mit dem aggressiven Blink auf den Highground, aber da steht keiner. Und Roshan, wenn Zielkit da jetzt noch ein bisschen drin steht, der spawnt direkt vor. Oh, er geht wieder raus. Bitter. Der Roshan spawnt direkt vor seiner Nase, aber ja, er dreht sich um. Und Quotation ist da. Und Resolution findet ihn jetzt in der Go. Und er hat kein Buyback. Er ist lange tot. Und das, wow, Jules Scepter kommt. Kriegen sie ihn noch down. Und ja, Ghost Step, der will hier irgendwie wegkommen. Kommt hier wirklich weg. Und Resolution mit dem Chase. Eine Trap ist da. Aber wann kommt das Follow-up? Vorne dran, die Vengeful Spirit. Und Era Oh. geht down. 120 Sekunden. Negus und Cheese in den Händen von Empire. Silent wird da angegangen. Midnight Pulse. Deathward. Einiges on Silent the auch kein way. Buyback. Und er hat auch kein Buyback, aber jetzt Jonas Sompfe mit dem TP raus, Loa Dance holt sich da die Death Ward von, oh, die Death Ward von Witch Doctor Limp, Jules Scepter genutzt, der TP raus, aber Seal Kid, oh, er geht direkt an der Seite down, aber Silent ist down, genauso wie Era und das Aegis auf die Immortal. Auf der anderen Seite, Desolator ist es wirklich geworden von Limp, so viel dazu, es ist nicht die richtige Uhrzeit für Desolator, Sladar denkt anders, aber. Ja, für Sladar, nicht für TA. Ach so, da muss man jetzt auch noch Unterschiede machen. Dota einfach so das Erkläre Spiel. erklär ich gleich, aber Ja, wir haben jetzt da oben warte. gerade Aktion, Resolution, Loa Dance. Aber Oh die Situation, es ist die Agadef. Nein, die Agadef ist abgelaufen und Silent. Ja, oh, die Fischer, nicht ideal. Er kommt nicht durch. Er geht down. 100 Sekunden down und ja, das ist so. Ja, Butterfly kommt jetzt auch für Era.
hat es zumindest, ja, schick, lässt sich schon zusammenbauen. Sollte Resolution, Jonas, Somfen, Yoki, schöner Go rein. Und da gehen sie alle down. Limp an der Seite, Lucky Bash von Silent, reicht aber nicht ganz aus. Der Cheese von Limp ist da. Aloha Dance jetzt aber mit dem Chase und Resolution, what the hell. Okay, der Damage, der ist schon enorm hier gerade. Hero mit dem Aegis of the Immortal, aber die Bybacks kommen direkt rein. Jonas Somfen, Boots of Travel, dick gemacht. Aber Aloha Dance, er hat das Black Hole, aber direkt das zweite Black Hole mit dem Refresh auf Aloha Dance. Resolution jetzt mit dem Damage, kriegt ihn down, aber sie gehen alle flöten hier gerade. Jetzt müssen die Bybacks eigentlich kommen, wenn sie hier weitergehen. Limp und Hero überleben und Aloha Dance mit dem Black Hole, aber warum konnte Jonas Somfen seins drüber casten? Was war da denn los? Er hat es eingesetzt, oder? Es wird langsam brenzlig in den Fights, vor allem gegen Refresher Enigma. Und jetzt geht's in die Base, nutzen aus auch SF-Ultimate ist auf Cooldown, also die ersten Set of Rex Resolution, aber wunderbarer Traumswap, da kommen aber die Fischer und Resolution, jetzt muss er da irgendwie wegkommen. Crimson Guard gezündet, kommt er da nochmal raus, seine Evasion Chance ist noch auf Cooldown, Silent geht er jetzt da rein, aber es ist wieder das Ethereal Blade. Ira jetzt in Gefahr, aber da Limp geht direkt wieder rein, Limp macht hier einfach wunderbares Backup für Ira, funktioniert wunderbar, Hansken mit der Death Ward und kein Rubik in Reichweite, aber die Fischer blockt und Resolution Empire. Sie wollen diese Rex haben, sie müssen. Limp geht rein, guter Stun hier, aber Aloha Dance, der holt sich jetzt die Boots of Travel, ist wieder im Geschehen. Was hat er dafür verkauft? Keine Ahnung. Und Limp ist down, 120 Sekunden tot. Era, Domination für ihn, hat das Butterfly, hat das Aegis, aber noch im Stash und Aloha Dance kriegt den Kill. Jetzt ist das Aegis auf die Mortal weg und Empire, okay, sie lassen die Rex sein, sie gehen direkt auf den Drone. Limp ohne Bybig und Ira alleine kann das nicht verteidigen. Empire kurz davor zu gewinnen. Jetzt hat die Fischer. Ira ist hier komplett alleine. Ira geht jetzt auch nochmal down. Da hilft all die Survivability. Die Spyback von Ira. Aber der T4 Tower in Gefahr. Und Empire, ich glaube, die beenden dieses Game jetzt. Die machen den Sack zu. Zielkit, guter Swap hier auf Silent. Jonas Somfen wieder am Leben. Aber kein Black Hole ist da. Und Resolution, er hittet einfach nur auf den Jon drauf. Er geht drauf. Sie wollen den Jon hier haben. Er deckert sich einfach umher. Einfach nur den Jon irgendwie down bekommen. Silent ohne Buyback. Resolution, jetzt läuft der Yoki hinten dran. Er deckt, soweit es geht. Aber Empire, sie kommen nicht durch. Mittlerweile drei Heroes wieder da. Resolution in Gefahr. Steht hier alleine in der Base. Können sie da noch was machen? Yoki, nächste Fischer. Vielleicht einfach ein Stun und Resolution rauf auf den Jon. Aber nein, er geht raus. Jetzt kommt die Fischer und Resolution läuft hier. Ich glaube, das wird nichts. Die kriegen den Jon nicht down und oben pushen die Creeps rein. Aloha Dance zurück, aber Nip zumindest bis seinem Ulti. Also alles hängt von Rubik ab. Ja. Ja, und zweimal hat es Rubik irgendwie geschafft, Black Hole zu stealen und selber drin zu landen. Also zweimal nicht ganz funktioniert, aber Nip weiß, jetzt ist ihre Chance. Double Black Hole da. Und jetzt geht's rein, Yoki mit dem Ultimate, ach du meine Fresse, und Resolution mit dem Schaden. Aloha Dance hat sich jetzt F-Ulti gestealt und das erste Black Hole von Jonas Somfen ist weg und Aloha Dance kriegt es. Aloha Dance hat das Black Hole, jetzt muss er es nur setzen, aber er hat Decker auf Cooldown, er kommt nicht hin, er kann das Black Hole nicht ziehen. Oh mein Gott, er kriegt das Black Hole, hat aber Decker gecancelt bekommen. Silent, jetzt mit dem Chase, Limp geht da und Aloha Dance, kann er da jetzt was machen? Black Hole auf Hero und er zieht's, Black Hole ist raus, Hero in Gefahr. Jonas Somfen bricht es ab, aber schöne Fischer. Ira geht down, keine Buybacks da. Jonas Somfen, einziger, der hier noch am Leben ist. Und TP wird gecancelt. Jonas Somfen geht down. Und jetzt heißt es Empire auf den Jon und go. Aloha Dance auch direkt mit dem Port nach unten. Boots of Travel werden gekauft. Keine Buybacks da. Und das sind jetzt 60 Sekunden, bis Witch Doctor wieder da ist. Die Venge, ja, mit 0 zu 13. Ich glaube, über die wird einfach drüber gefahren. Und das war's jetzt. Buyback von Witch Doctor. Okay, der hat gerade Buyback Gold bekommen. Er hat kein aber Death Ward. Wow, er hat kein Death Ward, aber ich glaube, ja, wie du gesagt hast, oh, ich würde aber nicht sagen, das lag an Rubik. Das hat gerade Yoki entschieden, diesen Fight. Der Ulti, wow, er hat zwar keinen gekillt, aber nach dem Ulti war Nip schon so gut wie tot, muss man sagen. Und jetzt einfach nur also auf den Jon, aber Creeps sind noch nicht da. Aloha Dance tankt den Tower hier, dass die Creeps in Reichweite kommen, aber ja, da können sie nichts mehr machen. Da geht der Jon down und Empire geht 1-0 in Führung. Wow. Luft. Wahnsinn. Atme. Wow. Atme. Atme. Ja, sonst muss ich mich gleich wiederbeleben, aber wow.